Alle Hände voll zu tun hat in der gegenwärtigen Situation Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. In den wenigen Minuten ihrer freien Zeit haben wir sie für ein Interview in ihrem Büro erreicht. Hier der Situationsbericht aus der Landesregierung. Frau Landeshauptfrau, wie erleben Sie die jetzige Zeit? Ja, jeder von uns würde sich von ganzem Herzen wünschen, dass wir schon die Pandemie hinter uns gelassen hätten. Aber wir sind mittendrin und es ist für uns alle eine Herausforderung. Zum einen dem Beruf nachgehen, der sehr fordernd ist, gerade in der Politik, aber auch natürlich fordernd zu Hause mit den Kindern, die natürlich auch studieren und in die Schule gehen, die hier mit Distance Learning auch eine gute Alternative gefunden haben. Aber ja, wir sehnen uns so wie alle anderen nach einer gewissen Normalität und deswegen ist es auch gut so, dass wir gestern die Landeshauptleute gemeinsam mit der Bundesregierung uns dazu entschieden haben, eine vorsichtige Öffnung vorzunehmen, sowohl was den Handel betrifft, körpernahe Dienstleistungen, die Schulen und natürlich auch die Museen. Immer eine Einigung erzielbar oder gibt es hier unterschiedliche Interessen in den Bundesländern? Wir haben alle ein Ziel, sowohl die Landesebene als auch die Bundesebene, nämlich die Pandemie in den Griff zu bekommen. Zum einen eben die Infektionszahlen so weit als möglich unten zu halten, auf der anderen Seite so viele Menschen als möglich zu impfen, was natürlich abhängt von der Lieferkapazität des Impfstoffes. Wie sind Sie derzeit mit den Lieferkapazitäten zufrieden, aber wie sind Sie auch zufrieden mit den Arbeiten in den Test- und in den Impfstraßen? Zum einen ist es fast ein Wunder, dass wir nach einem Jahr einen Impfstoff haben. Wer hätte vorigen Sommer daran gedacht, dass es jetzt zu Beginn des Jahres bereits einen Impfstoff gibt? Aber ja, ich würde mich darüber freuen, wenn hier die Lieferung schneller vonstatten ginge, weil wir dann die Möglichkeit hätten, rascher zu impfen. Was das Impfen betrifft, haben wir uns monatelang darauf vorbereitet, sowohl organisatorisch als auch logistisch. Das heißt, sobald der Impfstoff da ist, werden wir weiter impfen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass zumindest alle in den Pflegeheimen geimpft sind und vor allem auch das Pflege- und Gesundheitspersonal in den Covid-Stationen, Aufnahmestationen und Intensivstationen, als auch in unseren Pflegeheimen. Das ist die wichtigste Zielgruppe, die zu Beginn drangekommen ist. Und da sind wir gut unterwegs bzw. fertig. Wie sehen Sie die sogenannten Drängler, die sich vordrängen? Ja, ich glaube, wichtig ist, dass wir hier ganz vorgehen nach den Vorgaben des Bundes, nämlich nach Alterskohorten. Das heißt, zuerst eben wirklich die älteren Personen, die besonders eben geschützt werden müssen und dann eben auch das medizinische Personal, die Behinderten und dann kommen eben alle dran nach der Alterskohorte. Und ich finde das einfach wichtig und richtig, denn gerade je älter man ist, umso mehr muss man die Menschen schützen. Kommen wir zu den eigentlichen Themen, kommen wir zunächst einmal zur Arbeitsklausur, in der es ja zahlreiche Punkte gegeben hat. Was waren aus Ihrer Sicht hier die wesentlichen Punkte? Ich glaube, wir haben zwei ganz zentrale Aufgaben. Das ist zum einen die Gesundheitskrise weiterhin bewerkstelligen und zum anderen stehen wir natürlich auch einer Arbeitsmarktkrise und Wirtschaftskrise gegenüber, wo es natürlich gilt, hier ganz klare Maßnahmen zu setzen. Das haben wir auch in den letzten Monaten gemacht mit unserem Reformpaket von 229 Millionen Euro, wo es uns persönlich wichtig ist, natürlich zu investieren, investieren und investieren sowohl in den Arbeitsmarkt als auch in die Wirtschaft. Und ich glaube, gerade als Land sind wir auch hier verpflichtet, den besten Weg aus der Krise zu finden. Und alle Wirtschaftsforscher und Meinungsforscher sagen uns, investieren, 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 das ist der beste Weg aus der Krise. Jetzt hat es Niederösterreich ja geschafft, dass es 18% unter dem österreichischen Durchschnitt ist. Wie sehen Sie hier die Bewältigung dieser Arbeitsmarktkrise? Ja, wir sind konfrontiert mit einer sehr, sehr hohen Zahl, nämlich 170.000 Menschen sind in Niederösterreich entweder in Kurzarbeit oder arbeitslos.
Das ist die höchste Zahl seit dem Zweiten Weltkrieg. Und diese Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit wird uns auch in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten leider noch begleiten. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir nach Ende der Pandemie nicht sofort das Niveau vor Pandemie erreichen werden, sondern dass wir da auf alle Fälle 2 Jahre brauchen werden, um hier eine Stabilisierung auch erreichen zu können. Aber positiv ist, dass alle Wirtschaftsforscher sagen, ja, im zweiten Halbjahr gibt es hier einen massiven Aufschwung. Das heißt, da bin ich schon auch positiv. Sie haben vom Investieren gesprochen, von Investitionen. Das Land selbst investiert sehr stark in die Infrastruktur, in laufende Projekte wie Schulen. Ja, wir haben uns vorgenommen, bei unserer letzten Regierungsklausur auch heuer sehr viel zu investieren, nämlich 900 Millionen Euro. Und mit diesen 900 Millionen Euro können wir auch an all unseren Projekten, die wir geplant haben, festhalten. Und das halte ich für wichtig, denn gerade in der Krise wollen wir auch fairer Partner sein für die Wirtschaft, aber auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und damit können wir auch auf alle Fälle 53.000 Arbeitsplätze absichern. Das ist eine schöne Zahl und da investieren wir in Schulen, in Kindergärten, in Hochwasserschutz, in das Haus der Digitalisierung, in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, in den Ausbau der Straßen. Das heißt, alle Bereiche haben wir hier vor uns, wo wir investieren. Sie investieren aber auch in eine Lehrlingsoffensive. Ja, auch arbeitsmarktpolitische Initiativen stehen ganz oben auf unserer Agenda. Und das sind mir speziell 2 Zielgruppen wichtig. Das sind zum einen die Jungen und zum anderen die über 50-Jährigen. Und gerade bei den Jungen muss man wissen, dass sie eine Zukunft, eine Perspektive brauchen. Und wir alle wissen, Fachkräfte braucht es in der Krise, Fachkräfte braucht es aber auch nach der Krise. Und deswegen auch die Lehrlingsoffensive, wo wir 54 Millionen Euro investieren und hier über 7.000 Jugendliche auch begleiten können, hier beim Einstieg in eine Fachkarriere. Es geht aber auch um die Arbeitsmarktgruppen der stark Betroffenen mit einer Jobchance von 50%. Was macht hier das Land? Ja, das ist die Joboffensive 50 plus, wo es vor allem zum einen um Umschulung geht und zum anderen um eine Qualifizierung, um eine noch bessere Qualifizierung. Umschulung vor allem in jene Berufe, die Zukunft haben. Zukunft haben auf alle Fälle die Pflegeberufe. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und zum anderen natürlich auch im Bereich der Weiterqualifizierung. Und da haben wir auch ein gutes Instrumentarium entwickelt, nämlich den Kompetenzkompass, wo man innerhalb einiger weniger Minuten feststellen kann, wo liegen meine Talente, wo sind meine Fähigkeiten. Warum ist uns das so wichtig? Weil wir davon überzeugt sind, nur wenn man etwas gerne macht, dann kann man auch erfolgreich sein. Und das wollen wir damit verbessern. Sie machen Ihren Job als Landeshauptfrau gerne, das merkt man. Wie sehen Sie persönlich die nahe Zukunft von Niederösterreich und haben sich diese Perspektiven auch verändert? Also ich arbeite unglaublich gerne für Niederösterreich und es gibt eigentlich nichts Schöneres, wie für das eigene Bundesland arbeiten zu dürfen und arbeiten zu können. Aber was mir natürlich jetzt in der Krise abgeht, ist der persönliche Kontakt mit der Bevölkerung, der Dialog mit den niederösterreichischen Landsleuten. Auf das freue ich mich wieder, nach der Krise diesen Kontakt zu intensivieren. Aber jetzt geht es darum, alle Weichen zu stellen, dass wir gut durch die Krise kommen und vor allem nach der Krise besser aufgestellt sind am Weg in die Zukunft. Frau Landeshauptfrau, danke für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank.